Im deutschen Fernsehen gibt es ungefähr 743 Kochsendungen, aber es fehlt diese eine, die so das Sinnliche, das vielleicht das Physische, vielleicht könnte man auch sagen, dass die herrliche Sauerei einfach mal so simpel transportiert. Aber das sollt ihr jetzt ändern, Olli, Lars und Tätje. Kommt einfach mal in die Mitte. Wenn ihr euch vielleicht mal so aufbaut, dass du seine Arme übernimmst, Olli, so, okay, deine nach hinten, geht zusammen in die Jacke. Ich muss meine nach hinten biegen. Genau. Ach, das zieh mir doch mal. Aber Tietje, du solltest dich auch schon mal anziehen. Ich habe auch was anzuziehen. Ja, guck mal, da unten liegt auch was für dich. Oh, reicht das nicht? Oh, ich krieg's rum. Ja. Ich freue mich jetzt auf Tietjissimo und auf deinen Gast, der dir das weltbeste Eis präsentieren wird. Und macht hin, Kinder. Bin ich aus Italien? Ja! Ah. Ich hab Heißhunger, Eishunger. Also. Herzlich willkommen hier zu Tejissimo. Heute mein Gast Giovanni Ginelli, der uns heute seine neue Kreation vorstellen wird. Giovanni, was hast du uns heute mitgebracht? Ich habe, liebe Tetze, Eis mitgebracht, das ich jetzt zubereiten werde auf meine spezielle Giovanni-Art, wie du sie noch nie gesehen hast in die Welt. Was siehst du? So, und zwar nehme ich das erste Mal die Geräte und zeige dir, was ich habe. Wir könnten ja mal eine Waffe nehmen. Eine schöne Waffe. Eine Waffe. Ah. Kannst du mir vielleicht mal die Waffel anreißen? Eine Waffel, natürlich. Hier. Reiß mir doch mal die Waffel. Ja. Dankeschön. Wir beginnen mit Zitrone. Ja, Zitrone. Und lege sie auf den Tisch. Es ist ein sehr kalorienarmes Eis. Absolut. Ich mag es, von dem Tisch zu essen. Was siehst du? So, das muss einmal reichen. Vielleicht noch ein bisschen Zuckerstreusel obendrauf. Oder Smarties, das geht auch. Wie sind Sie? So. Wie sind Sie? Hey, Jappa! Ja, hallo, guten Tag. Das schmeckt ja richtig scheiße. Sie haben ja noch eine zweite Kreation mitgebracht, die Sie Ihrer Frau gewidmet haben. Nein, das habe ich nicht. Gut, na gut, zugegeben. Das ist eine ganz neuartige Erdbeereis, was aber zunächst natürlich mit Schokoladensauce vorbereitet wird. Und zwar viel Schokoladensauce. Ja, man kann ruhig zweimal Schokoladensauce nehmen, das ist kein Problem. So, ich mache es gerne mit der Hand, das ist ein sinnliches Gefühl. Man kann dann auch besser portionieren. Absolut. Möchtest du mal probieren? Dankeschön. Nimm ruhig. Ausgezeichnet. Gar nicht mal so gut, was? Gar nicht mal so gut. So, jetzt ein bisschen Erdbeere. Ja, Erdbeeren. Erdbeeren gibt's ja. Ich bin sehr ungeschickt heute, ich muss mich entschuldigen. Ja, ich reiche Ihnen die mal an. Ah, danke schön. Herrliche Erdbeeren. Sie haben sehr kurze italienische Arme. Ich liebe es, mich mit Erdbeeren einzureiben. So. Hoppa, hey, oh. Herrlich. Giovanni, so. Wie kam Ihnen die Idee zu diesem außergewöhnlichen Dessert? Ich habe gedacht, ich muss etwas machen, was schnell geht und wo man auch mal ein Loch in eine Schokokuss bohren kann und was einfach leicht ist und nicht belastet. Verstehst du? Also, gerade jemand wie du sollte sowas öfter essen. Was siehst du? Also durchaus. Durchaus also auch als nahrhafter Snack für die Pause für die Schulkinder zu empfehlen. Absolut. Alles, was du tun musst, ist die ganze Scheiß-Tiss mit in die Schule nehmen. So. Werden Sie in einigen Schulen in Deutschland dieses Konzept verfolgen, weiterhin? Da kannst du einen drauf lassen, Tietje, dass ich das machen werde, natürlich. Gut, vielen Dank, Giovanni, dass Sie da waren. Hat mich sehr gefreut. Macht's gut. Nächste Woche gibt's den persischen Auflauf. Auf Wiedersehen.